Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories Reverse Rebirth mit Rico und mir im Refugium des Siegers und Mickey. Ja, jetzt haben wir Agrabah abgeschlossen und jetzt sind wir schon vor der nächsten Welt. Bis jetzt war es noch sehr einfach, obwohl wir Level 6 oder irgendwie so sind. 8, okay. Und ja, gucken. Es müsste vielleicht der erste Boss kommen, einer von diesen neuen Kapuzenträgern. Mal gucken, ob wir einen von denen weghauen. Falls überhaupt einer kommt. Hier kommt schon mal keine Kapuzin. Oh, hier kommt eine. Sie denken sehr stark nach. I have identified the scent. It is Riku. Riku, you say? Has he emerged from the realm of darkness? His existence, it was once doubled in the darkness. Fascinating. That's why you mistook him for the superior. The dark power given to Riku facilitated his escape from its realm. What I want to know is why he appeared here in Castle Oblivion. That's really quite simple. His existence resonates with that of another hero. Sora is in the castle? He arrived earlier. Marluxia is already using Naminé's unique powers to meddle with Sora's heart. Without even bothering to consult us. It seems he desperately wants the Keyblade Master for himself. What a foolish plan indeed. Sora's is not such an interesting existence. The entity that holds true value is Riku, the hero of darkness. That's clear. Good. Wollte schon sagen, es spielt ja, glaube ich, zeitgleich mit Abenteuer von Sora. Aber kein Boss, alles klar. Nächste wäre dann gleich da. Ich glaube, die Reihenfolge war das, ne? Von links nach rechts war das, glaube ich, alles. Wenn er keine Cutscenes kommen, dann mit der Durchlauf, weiß ich nicht, bestimmt irgendwann mit 10 Parts oder so werden. Für jede Ebene irgendwie ein Part. So ungefähr. Also unter 50 komme ich auf jeden Fall noch. Nehme ich jetzt mal an. Vor allem war ich auch nicht irgendwie ja, keine Cutscene. Vor allem, weil ich auch keine Dingens öffnen muss hier, keine Räume der Schätze und so. Mogi-Punkte kann ich auch nicht ausgeben, weil ich keine Karten habe. Wieder ein vorgeschriebenes Deck, glaube ich. Wow. Aber ich muss kämpfen. Super. Jetzt mal ein bisschen Offscreen gemacht. Die Bock lang. Na, lang. Okay. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich irgendwann, was brauche ich überhaupt, wenn ich da los bin, ne? Sieben. Da muss ich jetzt kämpfen, super. Aber es ist auch besser so, weil ich möchte nicht offscreen kämpfen. Mariko sagt irgendwie, weil ich ein bisschen anders so mit dem Aufleveln. Ich schon alles hier dokumentieren im Video. Und ihr nichts verpasst. Ich dachte, so wegen Goofy und Schwerter. Genau, aufpassen. Ich will natürlich auf Duelle und so was zurückkommen, aber
Lass mal das so, das reicht nicht. Ja. Halt. Halt. Und zurück. Ich brauch dich. Und du brauchst mich, glaube ich. Ja, bis ich hier mal eine Karte finde, die genau gleich ist, ne? Ja, super. Oh, oh mein Gott. Mir geht das so viel einfacher. Aber oh, was zum? Bin fast tot. Und ich krieg nur Speicherpunkte. SP. Ja. Start. Ja, sehr gut. Weg. Ja. Ja. Aufpassen. Darf ich biken? Ja, genau so. Kann ich eigentlich noch Kombinationen einsetzen? Oder die Karten? Verballer? Aber warte mal, Rick, Rick. Mickey kann mich beeilen. Ach ja, ich brauche noch keine Feindeskarten und so. Oh mein Gott, kommst du her? Your Majesty, come on! Ach, das Schaden, ja. Ich glaube, der Spiel, ich glaube, wird mir ein bisschen mehr Spaß machen, weil ich einfach nur Button mashen muss. Okay, 0 kann ich glaube ich auch benutzen. Mehr. Also ich komme in jedem Part hier weiter. Warte, brauche ich gar nicht. Jump. So. So, Kreuzung der Räume, da kann alles passieren. Setzen wir aus dem ersten Mal ein. Ah. Okay. Was kommt denn da? Hallo? Ich wollte schon sagen, ist da untergetaucht. Sanctus. Einer noch nicht. 112 oder vielleicht auch nicht. Wieder ein Speicherpunkt. Ja, sind es klar, aber ich bin es ja oft. Also mal hier. Eins, ja. Wenn wir einmal Speicherpunkte wegpacken. Muss wahrscheinlich sowieso noch ein paar Karten hier einsammeln. Wegen dem Boss. Huh!
Ja, Speicherpunkte. Kommt mir irgendwie bekannt vor aus dem Spiel. Ich glaube mit Sora im letzten Flur. Oh, ich brauche eine grüne natürlich. Bin ich damit ein bisschen schneller? Ich weiß nicht. So, war grün 5 und höher, ne? Da muss ich noch einen Boss erledigen. Zumindest einen Speicherpunkt. Und davor. Und davor. So, gib mir Zeug. Nein. Sehr gut. Das ist nicht grün. Wieder immer erst irgendwas anderes los hier. Sehr gut. Oh, hat's voll gebracht. Ich bin nicht mehr den Defender, weil er von der Dings abgekippt, oder? Ah, 5 Level. Gott verdammt. Die Gegner kann sind auch abhängig vom Dingens hier, vom Level, wo ich bin. Ja. Da gehen die Gegner hier gleich aus. Oh. Ich will auch noch was anderes schaffen, außer nur kämpfen. Schnell, nie mehr. Ich muss eine 4. Okay, ist Mirakel. Mirakel. Ähnlich in der Tales of Serie, wo ich nicht alle paar Parts mal irgendwie so ein Kämpf über alle Parts mache. Gott verdammt. Hey, ich habe keine Gegner mehr. Ich will zum ersten Flur gehen. Ey. Ich gehe aber nicht weg, ohne Level zu schaffen. Schaffe ich heute noch in dem Part. Heute auf jeden Fall. Ich will es in dem Part schaffen. Komm. Come on. Weil wenn ich hier nicht die 5 kriege, die richtige Karte, dann ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich soll nach Abraba zurück. Das ist keine gute Karte, Mann. Das ist nicht der Lab. Ah, sehr gut. Und sagen, immer müssen wir einen Lab bekommen. Like it.
machen wir. Und tschüss. Hoffe ich. Sehr gut. Oh mein Gott. Das ist keine gute Karte. Wenigstens kann ich jetzt mal einen Kampf bei dir spawnen. Leute. Irgendwelche Gegnerkarten aktivieren. So funktioniert das Spiel noch, oder? Alles klar. Mein Gott, ich muss immer mal Papier erhöhen. Ich habe jetzt für eine Karte bekommen. Mann! Ob die Karte eine gute Idee war? Mann, komm schon, muss ja weiterkommen. Oh Gott, die Wampe. Die kommt auch zu. Ja, super, ich hatte keine. Da doch Button, Schluss. Wieder keine grüne Karte, aber eine blaue ist ein Speicherpunkt. Was verdammt. Ich schaff das hier noch. Wieder keine grüne Karte. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Die Wampe. Die Wampe aufgeschlitzt. Oh mein Gott. Ey. Gibt's doch nicht. Dieses Applaudieren machen. Nein! Danke. Aber das machen wir jetzt noch ganz schnell. Ja, noch unnötig lang gedauert. Kämpfe überall.
Ah, dann kommt doch direkt der Boss, ne? So, speichern, weil wir haben Level erreicht und so. Irgendwas ist passiert. Hier. Obwohl anderer, egal. Oh ne, ich war jetzt erst Level 8, genau. Level 11, mein Gott. So, jetzt kommen die Tentakel. Ich glaube, machen wir jetzt auch noch schnell Platz. Hi. Ich hatte einen beschissenen Weg hierhin. Du bist leider aufbügeln. Oh mein Gott! Ich hab's doch wieder aufgeschlagen. Gift die ganze Zeit. Ach ja. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Abzug. Nein, ich hab's nicht gehört. Nee, schon wieder. Das war so. Oh, heilig. 5. War ja nicht funktioniert. So in der Luft. Ja. Ja. Da komm ich eben. Ja, wie ich es nenne, Todeskreise. Ja, das war eigentlich im Bosskampf ein einfaches Gefühl. Ah, schön. Parasitakel. Ausgezeichnet. Ich habe doch noch in 23 Minuten irgendwie hier geschafft. Gut, oder? Ich den ganzen Weg zurück. Ah. Na gut. Nächste Stufe 89 kommt jetzt auch. Wenn, dann machen wir schon richtig. 81. Hallo? Soll ich meine AP oder so erhöhen? Oder? Keine Ahnung. Guck mal, ich dazu meinen Sinistra-Modus zu aktivieren. Da kommt schon ein bisschen Raum. Und ganz viele Gegner. Du. Gar nichts. Wenn euch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben können, danke. Oh, das sagen, was dann schon wieder gewesen ist. Sanktum. 5, 4. Ja, super. Und klar. Ach, ja, ich erst mal brechen.
Wieder kein Job. So, noch ein Level. Mal so viel längere Kämpfe, obwohl für längere Kämpfe wäre eigentlich HP gut. Aber okay. Refugium des Siegers, yay! Wir haben hier eine Welt geschafft in 26 Minuten dieses Mal. Okay, sag ich mal ganz schnell tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories Reverse Rebirth. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.